Marsches ist einsatzbereit. Oh mein Gott, kann ich das noch? Ich weiß doch gar nicht mehr, ob ich das überhaupt noch kann. Guten Morgen, Schrägstrich Tag, Schrägstrich Abend und hallo und herzlich willkommen zur Snapshot-Forschung des Snapshots 15W31A. Wir haben seit fast einem Jahr wieder einen Snapshot. Auf dem Zahnfleisch kriechen und schon vollkommen verzweifelt empfangen wir hier den Snapshot 15W31A. Der erste Snapshot des Jahres 2015 und verdammt, er kommt spät. Markiert euch das Datum im Kalender, der 29.07. das Comeback der Snapshots. Hoffentlich. Und es gibt so viele unglaubliche coole Sachen, die ich euch zeigen muss. Das wird unglaublich, Mr. Muffin Rainbow. Mr. Muffin Rainbow, wirklich. Ich hab dich fast vergessen. So lange ist es her. Warten wir nicht länger und stürzen uns endlich ins Geschehen und unser fliegender Geist ist auch noch hier. Es ist nun möglich, beide Hände zu verwenden. Zuallererst können wir nun einstellen, ob unsere primäre Hand die rechte oder die linke ist. Das heißt, ob ihr Rechtshänder oder Linkshänder seid. Und zwar geht das bei Optionen und Skin Customization. Main Hand Right oder Main Hand Left. Whoop. Es ist ein so ungewohnter Anblick, dass die Hand bei Minecraft plötzlich links ist. Und dass man mit der linken Hand schlägt oder mit der linken Hand Sachen hält. Das ist so... Ja, das ist verwirrend und ich bin Rechtshänder, ich bleibe rechts. Richtig interessant wird es erst dann, wenn wir irgendein Ding entziehen, unsere Hotbar auswählen und dann F drücken. Bam, bam, bam! Mit der F-Taste legen wir das Objekt in der Hotbar auf unsere sekundäre Hand. Das ist dann meine linke. Das heißt, ich kann immer noch mit rechts schlagen, mit normalen Linksklick wie gewohnt. Und wenn ich einen Rechtsklick mache, dann benutze ich den Block von der sekundären Hand. Das heißt, die Steuerung ist eigentlich genauso, wie man sich denken könnte. Nur, dass ich jetzt gleichzeitig auch noch andere Items in der Hand halten kann. Das ist so... Wow! Wow! Ich muss nicht zwischen Block und Spitzhacke hin und her wechseln, weil ich beides in meinen Händen halten kann. Weil ich ein fähiger Mensch bin. Mit zwei Händen. Wow! Ich schlage immer mit der primären Hand. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal F drücke und das Ganze herum switche und damit herumjongliere, dann schlage ich mit dem Block und kann auch den Block platzieren, aber ich kann nicht mit der Spitzhacke schlagen. Und selbstverständlich können wir statt den Cobblestone auch eine Fackel in die sekundäre Hand nehmen. Und ja, es ist das, worauf wir alle gewartet haben. Wir können meinen gehen und ohne irgendwas wechseln zu müssen, Fackeln platzieren. Es wäre zwar immer noch cooler, wenn die Fackel in unserer Hand schon Licht machen würde, aber wir können in Höhlen runtermarschieren und müssen nicht mehr den Slot ändern, um Fackeln platzieren zu können. Wohoho, welch Triumph der Wissenschaft! Außerdem ist es platztechnisch extrem cool, weil alles, was ich in meiner sekundären Hand halte, wird in einen zusätzlichen Slot da links angezeigt. Das heißt, es nimmt keinen Platz in der Hotbar weg. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich einen Platz mehr im Inventar. Wow! Und nur damit wir das auch gesehen haben, wenn ich mache, dass die linke Hand meine primäre Hand ist, dann wird der zusätzliche Slot auch passend rechts angezeigt. Das ist alles wunderbar aufeinander abgestimmt. Abgesehen davon sieht es auch extrem cool aus, wenn man mit zwei verschiedenen Items in den Händen herumläuft. Wow, ich habe Blöcke. Das heißt, ich kann jetzt Felder machen und Felder bepflanzen, ohne irgendwas wechseln zu müssen. Es ist einfach awesome. Kommen wir nun zu den zahlreichen neuen Blöcken und Items, die es nun in diesem wunderbaren 1.9 Snapshot gibt. Zuallererst widmen wir uns dem Grass Path, den Grasweg. Den kann man nicht wirklich craften oder irgendwie platzieren. Den stellt man mehr oder weniger her, indem ich mit einer Schaufel Rechtsklick auf Gras mache. Dann wird das so ein bisschen flacher und bisschen gelblicher und sieht aus wie ein Weg. Momentan ist es aber nur ein dekorativer Effekt. Man geht darauf nicht schneller und es hat auch sonst keinen Unterschied. Aber... es sieht toll aus. Wir können Wege aus gelbem Gras machen. Das aussieht, als ob jemand draufgekotzt hätte. Dieser Grasweg soll in zukünftigen Villager-Dörfern den Kiesweg ersetzen. Um die weiteren Blöcke und Items zu verstehen, müssen wir uns in die Enddimension begeben. Blum. Wo offensichtlich ein Pferd und ein Hund und eine Kuh auf mich warten. Diese Welt ist schon sehr alt, viele Sachen fliegen durchs Portal. Die schwebenden Inseln in der Enddimension werden nun anders generiert. Die Säulen befinden sich in einer Kreisformation. In der Mitte befindet sich schon das Portal, nur ohne Portal und ohne Drachenei. Und die Kristalle auf den höchsten Säulen sind von Gitterstäben umgeben, sodass man erst hinaufklettern muss und die Gitterstäbe abbauen muss, um die Kristalle zu zerstören. Das heißt, man kann nicht mehr einfach nur
nur von unten alle Kristalle mit dem Feuerbogen abschießen. Das macht das Ganze um einiges schwieriger, denn der Drache, der hier die ganze Zeit rumschwirrt, ist auch ein bisschen verbessert worden. Der Enderdrache scheint nun Feuerbälle schießen zu können, allerdings spawnen die nicht so ganz bei ihm, sondern eher weiter oben. Gut, der Drache sollte nun dazu in der Lage sein, lilane Feuerball-ähnliche Projektile auf Spieler schießen zu können. Und nachdem der Drache besiegt wurde, spawnt am Rand der Insel so ein kleines Etwas hier. Das ist ein neues, unbeschreiblich cooles Portal, das mich, wenn es wahr ist, zu neuen Inseln bringen soll, je nachdem, von welcher Seite ich eine Enderperle hineinwerfe. By the way, kann man Enderperlen jetzt auch im Creative-Modus werfen, das heißt, ich muss mich da jetzt nicht irgendwie runterstellen. Obwohl, ich stelle mich da runter, versuche es zu treffen. Ja. Wäre das jetzt Survival, wäre ich jetzt tot. Man sieht, es ist ein gewisses Risiko dabei. Okay, gut. Ich habe keine Ahnung, was mich dahinter erwartet. Schauen wir, was passiert, wenn ich da jetzt einfach in eine Enderperle reinschmeiße. Wo bin ich? Wo bin ich? Wohoho! 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 Was? Was? Wie geil war denn das gerade? Wie cool! Oh mein Gott, eine ganze Insel voller neuen, faszinierende, lilane Pflanzen-Stuff und Dingens und... Oh mein Gott, das ist so riesig! Und ich werde auf Skype angeschrieben, das ist mir gerade relativ egal, weil... Was zur Hölle? Aber ich suche etwas, hier soll es irgendwo tatsächlich ein Ender-Dungeon geben. Das muss schon cool sein. Wo ist das? Das schaut so toll aus, die Pflanzen sind so awesome. Wie so Kakteen, nur... geiler. Oh mein Gott, da steht es. Damit ist die Enddimension ja eine ganz normale Welt, die man besiedeln kann, genauso wie der Nether. Oh mein Gott, das ist so cool. Oh mein Gott, ich will da reinschauen. Das ist so cool. Guten Tag, ich inspiziere hier gerade neue, wunderbare Dungeons, die es hier gibt. Mit süßen, neuen, lilanen Blöcken. Ist da oben irgendwas? Ich will wissen, ob da oben irgendwas ist. Ist da irgendwas? Ist da irgendwas? Gibt's da was? Was ist das? Treppen? Ja, Leiter. Ein cooler Jump-and-Run-Turm. Was ist da oben? Da oben muss jetzt etwas extrem Episches sein. Es ist ein verdammter Dungeon. Wie soll ich denn da raufkommen? Oh mein Gott, und es hat Leuchtstäbe. Ich freue mich gerade so wahnsinnig. Was ist da oben? Ist da irgendwas? Das sind tatsächlich Kisten. Was ist da drin? Wow! Wow! Oha, verzauberte Diamantschuhe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und hier oben ist einfach nur eine wunderschöne Aussicht. Das ist so cool. Gut, analysieren wir es. Diese faszinierenden, unglaublich cool aussehenden, seltsamen Pflanzengestrüppteile sind sogenannte Chorus Plants. Das heißt auf Deutsch übersetzt Chorpflanzen. Ich hoffe, sie fangen nicht an zu singen. Diese können nur auf Endstein gepflanzt werden, allerdings in jeder Dimension. Das heißt, man kann sie auch zu Hause anbauen. Und das sind nicht einfach nur Pflanzen, die man so platziert und dann wachsen sie wohl. Vielleicht wachsen sie sogar, ich weiß nicht. Jedenfalls kann man sie so richtig blockartig immer weiter aufbauen, wie so Bäume, was soll jetzt gerade passiert. Und ganz oben an den Spitzen haben wir dann solche Chorus Flowers. Das sind Chorblumen. Wow, das ist wunderschön. Diese super coolen Pflanzen verhalten sich genauso wie Bambus, das heißt, dass wenn ich das da abbaue, gehen die oberen Teile auch alle kaputt und die droppen Chorus Fruits, Chorfrüchte. Die wundersame Chorfrucht kann gegessen werden und das immer, auch wenn ich keinen Hunger habe und wenn ich sie esse, dann... What? Teleportiert sie mich irgendwo anders hin, ein bisschen Stücker weiter weg. Das ist ein bisschen Stücker, ja. Ein kleines Stückchen weiter weg. Das ist ziemlich cool, das ist... Whoop. Wupp! ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist so... What the fuck? Das ist ziemlich cool. Das könnte man so als letzten Fluchtweg verwenden. So... auf einen... Wow, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Oh mein Gott, was tut das? Was schießt es da? Macht das Boom? Es macht Boom. Ah, hört auf, mich abzuschießen. Zuerst komme ich... zu euch komme ich erst später. Was ich sagen wollte, stellt euch vor, ihr seid auf einem PvP-Server und habt solche Chorfrüchten gesammelt, weil ihr... keine Ahnung, keine Enderperlen habt oder so. Und ihr werdet zurückgedrängt in den letzten Kellerraum und dann so, tschüss, Bitches. Wow. Wäre nur blöd, wenn ihr dann einfach nur 1 Zentimeter weiter nach rechts teleportiert werdet. Man kann die lustigen Chorfrüchte auch in den Ofen schmeißen und dann wird daraus... Popcorn! Nein, nicht ganz. Es ist eine Popped Chorus Fruit. Obwohl eine Popped Chorus Fruit heißt eigentlich eine aufgeknallte Chorfrucht. Also es ist mehr oder weniger doch Popcorn. Das kann ich nicht immer essen, wenn ich keinen Hunger habe. Ich nehme an, dass mich dieses Ding auch nicht teleportiert. So, und jetzt kommen wir zur Werkbank. Jetzt geht's zur Sache. Denn aus den gepoppten Chorus Früchten, das sind so tolle Namen, kann ich nämlich diese wunderschönen, lilanen Purpurblöcke craften. Hör auf, mich auf Skype anzuschreiben.
Meine Damen und Herren, ich habe Sebi gerade gesagt, er soll mir nicht mehr schreiben, weil ich einen Snapshot mache. Und was macht er? Er schreibt mir tausende kleine Nachrichten, die alle ein Skype-Geräusch machen. Smoothischer Lebensstil. Gut, also das sind die wunderbaren Purpurblöcke, die wir da drüben im Dungeon haben. Und die sehen aus wie süße, lilane Badezimmerfliesen. Es ist irgendwie ist es cute. Aber es ist so... Ja, und jetzt kommen die handelsüblichen Crafting-Rezepte, wie wir sie alle kennen. So mache ich daraus Treppen und ich kann daraus solche halben Stufen machen. Und wenn ich zur halben Stufe draufeinander gebe, dann habe ich einen Block mit einem Muster. Das kennen wir schon von so vielen verschiedenen Materialien. Jetzt schaue ich mir die noch an. Ja, wunderbar. Halbe Blöcke. Ja, wunderbar. Treppen. Sehr schön. Verbindet sich aber. Ja, verbindet sich auch. Und was bist du? Kann ich dich auch drehen? Ja, ich kann dich auch drehen. Wunderschön. Ein Block mit einem neuen Muster. Da. Muster. Wir können daraus wunderschöne lilane Badezimmertempel machen. Und der andere wunderbare Block, den wir da drüben gesehen haben, ist der Endstone Brick. Den mache ich aus, wer hat es gedacht, Endstone. Aus dem kann ich aber momentan noch keine Treppen oder so ein Zeugs machen. Der sieht dann so aus. Wow, das ist, ja. Der ist ein bisschen schmutzig und dreckig. Aber hey, man kann ihn sicher verwenden. Bei schmutzigen und dreckigen Sachen. Und dann gibt es noch diese extrem coolen End Rods, die ich aber momentan nur... What the fuck? Die ich aber momentan nur im Creative-Menü finde und von denen ich kein Crafting-Rezept finden konnte. Also nehme ich mal an, dass es vielleicht noch gar keins gibt. Ich wusste nicht, dass ich die auch so platzieren kann. Das ist ja extrem cool. Daraus könnte man Energieleitungen machen. Die kann man nämlich auch nach oben platzieren. Kann man sie verbinden? Ich glaube nicht. Nein, verbinden kann man sich. Aber die sehen so cool aus. Und sie machen Partikel. Und sie machen Licht. Wup! Ja, und dann gibt es noch diese coolen Blöcke da oben, die keine Blöcke sind, sondern lustige Projektile runterschießen, die Schadensgeräusche von Iron Golems machen, interessanterweise. Das sind Turrets. Das sind verdammt coole Turrets. Warum fliege ich? Warum fliege ich? Was zur Hölle? Oh mein Gott. Die Projektile geben mir einen Flugeffekt. Das ist... Was zur Hölle? Das ist irgendwie cool. Hilfe. Ich bin schwerelos. Was ist hier los? Ich steige immer höher. Das ist nicht so gut. Ich werde irgendwann runterfallen und sterben und... Oh, doch nicht. What? Okay, ja, wenn mich diese super coolen Dinge treffen, dann erhalte ich den Levitationseffekt. Das heißt, ich schwebe einfach langsam davon. Das ist deswegen schlecht, weil sobald der Effekt aufhört, falle ich runter. Und dann könnte ich Fallschaden bekommen, wenn ich nicht eh hier wäre, wo es nicht sehr hoch rauf geht. Oh Gott, das ist so cool. Ich sag die ganze Zeit nur, das ist so cool, aber es ist so cool. Man kann die Projektile einfach mit der Hand oder mit irgendwelchen Werkzeugen kaputt schlagen, wenn man sie trifft. Ich schlag da mit einem... Er hat sich teleportiert. Und sie können sich teleportieren. Was sind das für overpowered Viecher? Ich schlag mit dem Diamantschwert Uhr drauf ein, das dauert ewig, bis sie kaputt gehen. Das sind 100.000 Jahre Evolution. Die können sich teleportieren, die tarnen sich als Blöcke, sie schießen Projektile, die ihre Ziele suchen und die dann den Gegner davon fliegen lassen. Das ist... wow. Gut, dass es sowas nicht in echt gibt. Und für diese extrem fiesen Turrets gibt es auch ein Spawn-Eye, und zwar das Spawn-Shulker-Eye. Und dann kann man sie überall hinklatschen, wo er möchte, sogar an die Wand und damit sein Heim verteidigen. Hallo! Woo! Ja, ich flieg da mal weg. Tschüss! Tschüss! Sobald der Effekt aus ist, bin ich tot. Aber tschüss. Oh, verdammt. Oh, nebenbei bemerkt, die Todesnachricht wird dann auch beim Todesbildschirm angezeigt und nicht nur im Chat. Das war geplant, damit ich das jetzt demonstrieren kann. Das mit der Richtung, von wo ich eine Enderperle in diese Portalteile hier reinschieße, ist offensichtlich ein Blödsinn. Aber ich kann mich mit denen wieder zurück auf die Hauptinsel teleportieren und dann in der Mitte in das Hauptportal gehen, um wieder in der Hauptwelt zu sein. Das heißt, man kann sich da ganz wunderbar problemlos herum teleportieren. Und wie ich es immer erfahren habe, werden diese Zusatzinseln mit den coolen Pflanzen und den coolen Dungeons donutförmig um die Hauptinsel in der Mitte, wo der Drache war, generiert. Das heißt, in der Mitte ist der Drache und außen rundherum sind dann diese coolen Sachen mit Pflanzen und Dungeons und Turrets und so. Ne? Die Geografie der Enddimension. Es gibt ein neues unschuldiges Pflänzchen, das ich anbauen und essen kann, und zwar ist das die Beetroot, die rote Beete. Die Samen bekomme ich genauso wie die normalen Getreidesamen, mit dem einzigen Unterschied, dass die rote Beete-Samen um einiges seltener sind. Man kann sie ganz normal hier wunderbar anpflanzen, man kann sie ganz normal hier wunderbar düngen und größer werden lassen, und dann hat man auf einmal solche seltsamen roten Dingsies da stehen, und wenn ich die ernte... Wenn ich
ich sie vorzugsweise im Survival-Modus ernte, dann erhalte ich eine rote Beete und manchmal auch die Samen. Hoffentlich, damit ich sie wieder anpflanzen kann. Yay! Und mit einer Holzschüssel und ganzen 6 rote Beete-Teilen bekomme ich keine Schüssel voll Blut, sondern eine rote Beete-Suppe. Eine Rot-Beet-Suppe. Eine rote Suppe mit Beet. Eine Suppe. Es gibt nicht eine, nicht zwei, sondern 14 neue Pfeiltypen. Oh mein Gott. Und zwar handelt es sich hierbei einfach um Zauberpfeile, die verschiedene Trankeffekte erhalten haben. Man kann jetzt nämlich Pfeile in jeden beliebigen Trank so eintauchen und dann hat der diesen Effekt. So steht's im Wiki, nur steht da nicht, wie genau man das macht. Also bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt noch geht, aber das soll dann jedenfalls gehen. Die Pfeile gibt's jetzt schon mal in Creative. Ich kann übrigens ganz einfach eine Pfeilart mit F in meine zweite Hand nehmen und dann wird diese Pfeilart vorzugsweise benutzt, bevor irgendwelche anderen Pfeile im Inventar angezapft werden. Das Prinzip ist dann ganz einfach. Ich habe einen Pfeil mit Feuerresistenz und den schieße ich dieser Kuh dann in den ins Gesicht und dann hat sie Feuerresistenz. Resistenz. Oder ich gönne ihr einen Pfeil von Swiftness, dann wird sie dadurch schneller. Oder ich gönne ihr einen Pfeil von Slowness, dann wird sie dadurch langsamer. Lauf nicht. Oh. Ich hätte vielleicht den Heilungspfeil zuerst verwenden sollen. Wir brauchen eine neue Kuh. Ein grüner, ganz fieser Giftpfeil. Oder ein roter, ganz lieber Heilungspfeil, wenn ich dich treffen würde. Ach egal, dann treffe ich halt dich. Und das Rosene hier ist nicht der Liebespfeil von Amor, nein, das ist der Regenerationspfeil. Ja, das erscheint jetzt irgendwie ziemlich sinnlos, weil diese lustigen Effekte kann ich den Kühen auch einfach geben, indem ich Tränke auf sie werfe. Ja. Diese wunderbaren Zauberpfeile sind wohl eher gedacht für aggressive Aktivitäten gegenüber anderen Spielern auf PvP-Servern zum Beispiel. Stellt euch vor, ihr habt einen Giftpfeil und den schießt ihr dann super weit, was ja viel weiter ist, als ein normaler Trank geworfen werden kann. Und wenn ihr trefft, dann hat er jetzt eine Vergiftung. Yay, ich habe einen Unsichtbarkeitspfeil. Wupp, es ist weg. Gut, und ja, es gibt hier noch diesen super coolen gelben Spectral Arrow. Wow, 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 das ist was ganz Besonderes. Wenn ich diesen Pfeil irgendwie jemanden gebe, ganz einfach gebe, wir sind ganz freundlich, einfach gebe, dann leuchtet die Kuh. Und nicht nur das, sie leuchtet sogar, wenn Blöcke im Weg sind. Sie ist markiert und ich kann sie sehen. Ich kann immer sehen, wo sie ist, außer der Effekt hört auf, der dauert scheinbar nicht so lang. Aber damit kann ich sehen, wo sie ist. Das ist auch extrem cool im PvP. Stellt euch vor, ihr trefft einen Gegner, der sich verstecken möchte und dann sehen den alle und pipapo und super. Das Tolle ist, das funktioniert auch bei Dingen und Lebewesen, die unsichtbar sind. Wenn ich sie treffe, werden sie trotzdem markiert. Momentan heißen die meisten Zauberpfeile lustigerweise einfach nur so Potion of Swiftness, Potion of Regeneration und Bipapo oder Water Bottle und haben noch nicht wirklich so einen eigenen Pfeilnamen, sondern haben einfach den gleichen Namen von dem Potion-Effekt, den sie mit sich tragen. Aber ich glaube, ein Wasserpfeil macht nicht wirklich was. Vielleicht für die Feuerwehr? Nope, not really. Hey Kuh, brenn mal. Brenn mal für die Wissenschaft. Oh, nicht gleich so viel. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich will dich löschen. Ich will dich löschen. Funktioniert nicht. Vollkommen sinnlos. Dead Bushes droppen nun, wenn sie abgebaut werden, 0 bis 2 Stöcke. Woohoo! Wenn ich eine Karte in meine sekundäre Hand lege, dann habe ich eine kleine Minimap. Oh, das ist so cute. Ah, das ist cool. Und vielleicht ist es noch eine kleine Erwähnung wert, dass es nun Enderdrachenköpfe gibt. What the fuck? Ein Enderdrachenkopf. Ein verdammter Enderdrachenkopf. Ein Enderdrachenkopf. Oh mein Gott, der ist groß. Ein Enderdrachenkopf. Ich kann ihn aufsetzen. Oh mein Gott. Ah. Ah. Der Mund bewegt sich, wenn ich gehe. Was zur Hölle ist das? Ah. Das erinnert mich an Five Nights at Freddy's. Nein, das ist nicht lustig. Oh mein Gott, das ist cool. Können wir bitte, einen Moment, wenn ich das darauf gebe und, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. I'm so done. Ja, das ist eine wunderbare Stelle, um diese Snapshot-Vorstellung zu beenden. Der, ich habe den Namen vergessen, 15W13A-Snapshot, er ist würdig. Er hat es geschafft, das ganze Jahr zu retten, in dem keine Snapshots kamen. Es ist toll, ich bin glücklich. Es ist toll.
Habe ich gesagt 15W13? Na, wahrscheinlich. Ich meine 15W31, ja. Gut. Ich hoffe, ihr seid nun auch nur ansatzweise genauso glücklich wie ich. Und ich wünsche euch hiermit einen wunderschönen Tag oder Abend oder Morgen oder was auch immer. Und tschüss und bis zum nächsten Mal. Cool aus. Awesome! Wie cool! Das ist irgendwie cool. Das ist super cool. Oh mein Gott, das ist cool.